So, Freunde, heute stellen wir uns mal die Frage, kann Akku Benzin ersetzen? Wir sind wieder im Thema Motorsägen unterwegs oder Kettensägen mit Akku an meiner Seite. Der begehrte, beneidenswerte Holzfäller AD. Holzfäller AD, Ronald McDonald. Und tatsächlich, kann Akku Benzin schlagen oder kann man mit Akku ernsthaft im Wald arbeiten? Das ist ja immer die Frage, die ihr in den Kommentaren so ein bisschen diskutiert habt. Als wir euch das erste Mal die Stihl MSA 300 gezeigt haben, also die stärkste Kettensäge mit Akku von Stihl und ich würde sagen, im Prinzip sogar überhaupt, ich wüsste bisher keine. Es gibt nichts Vergleichbares, ne, in der Klasse. Genau, wir reden ja hier so von 3kW-Klasse und 3kW, wir erinnern uns, haben wir auch bei der Stihl MS261 ein Traditionsmoped ja. Für den Wald, ja. Ein Traditionsfichtenmoped für Wald, ja. Feld, cool. Wald und Wiese. Ja, Gehölz. Fürs Gehölz und die haben wir ja schon mal gebattelt, also die 261 ist gerade im Einsatz, deswegen hier als Vertreter der Benzinergattung mal hier eine zornige MS500i, in die ich auch ein bisschen... Das ist ein schönes Gerät, das ja. Das ist ein schönes Moped, das hängt gut am Gas, das klingt sehr zornig und sie ist zornig und ist natürlich hier als Einspritzer Top of the Pops und der letzte Schrei im Thema Zweitakter. So, aber heute geht es ja um die MSA 300 und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal wirklich die Probe aufs Exempel und ballern, bis der Arzt kommt oder bis der Akku leer ist. Ja, oder bis er heiß ist, ja. Oder bis er heiß ist. Das heißt, wir sind ins Gehölz und haben einfach mal so simuliert, dass wir so ein bisschen mal für Ordnung sorgen. Dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ja. Ne, im Unterholz. Ja, und da mir jetzt natürlich so die Skills als Holzfäller fehlen, bist du ins Holz natürlich. Gegangen. Und hast ordentlich losgelegt. Und wir haben uns überlegt, schaffen wir es vielleicht, mit zwei Akkus nonstop zu arbeiten, ohne viel Pause. Mhm. Du hast wirklich nonstop gearbeitet. Das heißt, neue Schnittgarnitur. Wir hatten zwei Akkus, die voll waren. Dann hast du den einen Akku leer gemacht. Genau. Und da kommen wir natürlich zu Herausforderung Nummer zwei. Denn wenn du im Wald bist und du hast keine Steckdose, dann hast du keine Steckdose. Nee, das ist vorbei. Ist ja relativ selten im Wald. Aber treue Zuschauer wissen, es gibt ja die Kollegen von Instagrid, die sich darum kümmern, dass du auch abseits der Steckdose Steckdose hast. Ja. So, das heißt, Instagrid haben wir mitgenommen. Und übrigens ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr stilecht im Wald unterwegs sein sollt. Das hast du schön gesagt. Auch was die mobile Stromversorgung anbelangt, dann könnt ihr euch die Instagram quasi auch von Stihl in Stihllackierung leisten. Das ist wahrscheinlich eine Info, die bekommt ihr nicht auf der nächsten Messe vom Stihl Vertriebsmitarbeiter. Aber ich habe sowas Leuten gehört. Ja, es sieht auch verdammt ähnlich aus. Ist auch, ne? Schon gelistet bei Stihl, aber wie alles heutzutage fast, ne? Nicht lieferbar gerade oder ja, ausverkauft oder was auch immer, ne? Ja, wir haben letztens wieder ein Video zu Instagram gemacht. Danach sind die Bestellzeiten wieder hochgegangen. Aber wie gesagt, es gibt so ein Gerät, das sieht verdammt ähnlich aus. Ich schätze, es ist mal in einen... einen orangen Farbtopf gefallen. Ja, ich wollte sagen, einen Topf mit Zaubertrank. Ja. Und hat jetzt 2,1 kW Superkraft. Nee, ja. 18 kW Peak. Ja. Naja, kleiner Exkurs. Also, was haben wir gemacht? Wir sind damit in den Wald gefahren, waren quasi autark, konnten also auch dort laden. Und dann bist du hingegangen, hast Gas gegeben, zwei volle Akkus. Und jetzt gucken wir uns mal an, was dir widerfahren ist. Ja. We'll be right back.
So, also, was war also deine Erfahrung mit der Stihl MSA 300? Also, ich muss mal sagen, ich bin schwer in Love mit diesem Gerät. Also, die ging ran wie eine 261, das hatten wir ja auch schon mal gemacht hier. Und die hat auch durchgehalten und die Säge, die ist auch nicht warm geworden, nix. Und dann war irgendwann, ich würde mal sagen, nach 20, 22, 23 Minuten war der Akku platt. Dann habe ich den ins Ladegerät und dann war der schon rot am Blinken. Ja, weil er zu warm war. Ne? Genau, und das ist auch auf dem Akku, das siehst du ja hier auch. Da steht ja auch, wenn der rot ist, dann dauert das halt, um es runterzukühlen, damit es anfängt zu laden. Ne? Das ist ja der Hinweis auf dem Akku auch. Ne? Ja, also wir wissen ja, wenn die Zellen zu warm sind, dann ist es nicht so gesund, dass die geladen werden. Die treue Zuschauer wissen ja Bescheid im Thema Akku, wie das läuft mit dem Lademanagement, mit dem Thermomanagement. Und wenn so eine Zelle zu heiß wird oder einfach warm, weil die Temperaturen können die schon abhaben, wenn das jetzt nicht gerade im Bereich 100 Grad geht, dann ist es aber nicht so gesund, wenn die dann geladen werden. Das will man natürlich vermeiden. Deswegen kühlt man die erstmal runter mit dem Lüfter. Die war auch ordentlich warm. Also, die Säge, die war ganz, ganz normale Temperatur. Ne? So leicht warm, wahrscheinlich sogar vom Akku oder was. Ne? Aber der war richtig, der hat richtig Temperatur gehabt. Ne? So, das heißt, wir hatten einen zweiten Akku in petto. Den haben wir natürlich reingenommen. Dann ging es Vollgas direkt weiter. Aber Kollege Hasenfuß, der hier im Ladegerät verweilte, der hat sich erst noch mal ein bisschen Zeit gelassen. Der hat Pause gemacht, ja. Ja, du hast aber weitergesägt, bis dann so im Bereich um die 40, 42 Minuten oder so. Ja, hattest du genau. Dreiviertelstunde? Ich denke, ja, so eine Dreiviertelstunde wird es gewesen sein. Ja. So, und dann wäre es ja schön gewesen, wenn du... wenn der nächste Akku dann jetzt wieder voll gewesen oder wäre. 80% oder was auch immer, ne? Aber so, das hat jetzt nicht gereicht. Jetzt müssen wir so ein bisschen mal Mathematik machen, einfach rein theoretisch. Wir haben einen 36-Volt-Akku mit 8,8 Amperestunden Kapazität. Das Ladegerät hat maximalen Ladestrom von 12 Ampere bei 36 Volt. Das heißt, selbst unter optimalen Bedingungen sind wir wahrscheinlich so bei einer Dreiviertelstunde, bis der Akku wieder komplett voll ist, wenn er komplett leer war. Aber mit der Abkühlzeit geht das natürlich nicht aus, sowieso nicht. Und du hast jetzt berichten können, dass als du fertig warst... Ja. Ich dachte erst, ich hatte auch gar nicht dran gedacht, weil du bist ja im Wald, du bist ja so im Flow und dann nimmst du den Akku da aus dem Ladegerät, stopfst den rein, gehst an den Baum und dann war vorbei. Und habe ich gesehen, Mist, da ist noch gar nichts drauf. Und habe ich den wieder reingetan, dann war das halt immer noch rot am Leuchten. Also das Ladegerät, das ist ja so ein aktives Ladegerät, das kühlt ihn dann erst runter, das lüftet dann halt und kühlt den Akku und dann fängt es an zu laden. Und das war halt in der Zeit, hat das halt nicht gereicht. Ja, Außentemperatur war für die Jahreszeit relativ schön noch. 14 Grad hatten wir, glaube ich. 14, 15 Grad, so um den Dreh. Ja. Also, wenn es jetzt im Hochsommer wäre, dann wäre es natürlich wahrscheinlich noch etwas anspruchsvoller für den Akku. So, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir vielleicht eine halbe Stunde Lüftungszeit haben, dann laden wir nochmal eine Dreiviertelstunde. Kannst du dir ausrechnen, bei Vollgas, also wirklich ohne große Pausen, um die 20 Minuten, da musst du schon ein paar Akkus haben. Ich würde mal sagen, mindestens 4, wenn nicht 5 Akkus. Ja. Hat aber einen Schönheitsfehler, weil du dann ja die Akkus durchrotieren musst und das schaffst du mit einem Ladegerät nicht. Das heißt, Abhilfe wäre... zwei Ladegeräte oder einige denken sich jetzt vielleicht, es gibt ja dieses Mehrfachladegerät von Stihl, das lädt aber nur sequenziell. Das ist sinnvoll, wenn du zum Beispiel abends zurück in die Hütte kommst, wenn du dann deine Akkus dort reinmachst und drückst auf Start und dann hast du die morgens wieder geladen, ohne dass du die Akkus wechseln musst. Würde dir jetzt im Wald aber nichts bringen. Das heißt, für Waldmannsheil nonstop brauchst du aus unserer Einschätzung 4 bis 5 Akkus, 2 Ladegeräte. Dann kann das einigermaßen ausgehen. Es ist ja auch die Frage, wie bist du wirklich nonstop am Sägen? Ja, ja. Also ich meine, du hast ja auch noch mal ein bisschen dich orientiert. Ja, du hast ja nicht alles immer am Platz liegen. Du holst dir dann mal wieder ein Stück Stamm ran und so. Du machst ja so kleine Pausen zwischendurch. Ja, aber das geht aber dann trotzdem nicht auf. Nee. Also mit 2 Akkus geht es auf gar keinen Fall auf. Es hätte ja auch noch heftiger sein können, wenn jetzt beispielsweise die Eiche da hättest liegen gehabt. Ja, und du machst die auf 40er Stück oder was. Dann, genau. Dann musst du ja noch, da war ja Mischholz und alles dabei. Genau. Und dann ist da natürlich noch die Frage, wie würde denn die Instagrid performen? Und da würde ich jetzt mal ganz konservativ rechnen, wenn wir einen Akku mit 337 Wattstunden haben und rechne mal irgendwie die kompletten Ladungsverluste und so weiter, Wandlungsverluste, 20%, dann hätten wir ungefähr 400 Wattstunden, die wir ziehen. Das haben wir jetzt nicht nachgemessen, aber ich gebe mal so als groben Anhaltspunkt. Das heißt, mit 5 Akkus wäre die Instagrid leer. Ja. Das heißt, da ist sowieso Schicht im Schacht. Was du machen könntest, wäre, dass du einen kleinen Stromerzeuger noch vielleicht dabei hast. Der braucht ja nicht, gar nicht so viel Leistung haben. Da würden ja 600 Watt reichen. Selbst so einen kleinen Honda EU10 oder sowas, den lässt du irgendwo laufen. Das würde schon irgendwo gehen. Widerspricht sich dann aber wieder, wenn du im Wald gehst mit einer Akkusäge.
Und dann, nee, widerspricht sich nicht. Aber wenn du dann kannst du auch mit dem Benzinanwalt gehen. Weißt du, was ich meine? Nicht. Meinst du nicht? Nein. Du machst eine Kabeltrommel 50 Meter, naja, der Generator ist ganz, den hörst du naja. Fast gar nicht. So. Naja. Und ein Generator, der so sonor und naja, das stimmt, vor sich hin brummelt, die sind ja nicht so laut mehr. Ne? Das ist ja jetzt kein Vergleich zu einer Motorsäge. Nein, das stimmt, ja. Also die Frage ist natürlich dann, ob es noch die Kollegen gibt im Wald, die dann neben dir noch mit der 500er was machen, ob du die nur zum Ausputzen brauchst. Ich sehe das aber auch so, viele, die ich gesprochen habe, zum Beispiel auf der Baumann neulich, die haben mir gesagt, sie werden da ganz begeistert von, sie machen zum Beispiel so Gartenlandschaftsbau, Gehölzpflege, irgendwas und da werden die mit zwei Akkus vollkommen das easy. Natürlich, klar, da gehen die ja nicht auf Leistung, ne? Also, und Holzernte ist jetzt vielleicht dann eher so ein Sonderfall, aber so in der Richtung könnte das ausgehen. Man muss aber natürlich noch dazu sagen, wenn du jetzt einen Akku kaufst. Ja, liegt bei 460 Euro, so ein Akku, ne? Ja, also vielleicht kriegst du noch ein paar Punkte bei deinem Händler des Vertrauens. Ja, kriegst vielleicht noch ein paar Handschuhe dazu oder was? Handschuhe, was weiß ich. Ich weiß nicht, was der Marktpreis ist, aber lass mal 400 Euro. Das heißt für 5 Akkus 2000 Euro. Das ist natürlich schon nochmal ein Brett. Aber man darf nicht vergessen, wenn man jetzt wirklich die kompletten Betriebskosten umlegt auf eine Benzinersäge, auch die braucht ja ein bisschen Motormix. Ne? Ja. Das könnt ihr dann selber für euch mal rechnen. Kosten 5 Liter auch 25 Euro, ne? Ja. Ja. Also je nachdem. Da haust du ja auch durch. 5 Liter sind schnell verbraucht, wenn du richtig dran gehst. Ja. Das weißt du, ne? Das nein, Frau, Regie, das ist. Natürlich weiß ich das. So. Motormix kostet sogar 30 Euro Motormix mittlerweile, ne? Ja. Ja, und 25 Euro, das kostet demnächst wahrscheinlich auch 30 Euro. Ja, ich glaube, mittlerweile ist es schon bei 30. Kostet 40 Euro, gut, der Strom wird auch ein bisschen teurer. Aber da ist eben jetzt eure Meinung gefragt, wo seht ihr die Akkusägen? Sagt ihr, das macht gar keinen Sinn und jetzt nicht polemisiert, sondern ich möchte gerne Erfahrung aus der Praxis oder wirklich auch, sag ich mal, möglichst objektiv, sondern nicht einfach, ja, Akku ist scheiße. Ist eh scheiße, genau wie ein E-Auto, ist genau der gleiche Mist. Und das sind ja immer die Kommentare, die kommen. Ja. Ja. Also ich finde das ja gut, dass Stihl eine Säge mittlerweile im Akkubereich draußen hat, die wirklich so durchzieht und die wirklich mit der 261 vergleichbar ist. Macht Spaß. Das ist übrigens die O-Variante, die hat noch eine Ölwarnung. Wir mussten aber tatsächlich während zwei Akkus nicht mal Öl nachschütten. Nee. Ne? Nee. Aber die würde dich darauf aufmerksam machen. Ja, die leuchtet dann hier einmal, ne? Mit dem Öl, mit der Öllampe, sage ich mal. Ne? Ja. So, aber getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, hauen wir mal wieder so ein bisschen einen raus. Und zwar, du hast ja auch was überlegt, ne? Ja. Wir haben ja auch so ein bisschen Merch. Ja. Ein Kniebrett zum Beispiel. So ein Kniebrett, ne? Kann man nehmen, das ist immer, kannst du auch im Wald drauf knien. Im Wald, super, kannst du auch im Wald drauf setzen. Kannst du draufsetzen, ja. Hier kannst du die Sägespäne, statt Schrauben kannst du dann die Sägespäne drin sammeln. Ja. Zusätzlich noch einen schönen Systener, Akkuschrauberquartett, noch ein Aal dazu und noch ein Zollstock, ne? Ja, läuft. Und noch was. Was denn? Haust noch einen raus? Ja, es wird ja gerade jetzt im Wald früh dunkel, deswegen haben wir euch so ein richtig schönes, geiles Kopflicht. Ja. Klingt auch komisch, ne? Ein richtig schönes, geiles Kopflicht. Schönes, geiles Kopflicht, ja. haben wir verlinkt. Wir freuen uns auf eure zahlreichen Kommentare zu diesem Thema. Und wir haben noch was in Sachen Kettensägen. Mhm. Wir haben nicht die 162 oder die 170er mal battlen lassen. Das ja. Kommt auch noch. In diesem Sinne. Wir müssen vielleicht noch einen Hashtag sagen, damit das einfacher wird zu verlosen. Dann machen wir doch Hashtag Kettensäge. Ja. Ne? Hashtag Kettensäge ist gut. Wunderbar. Das hat er gut hingekriegt heute wieder. Wie ne? Wir das mal wieder gemacht in haben, ich bin begeistert. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und bis dann. Tschüss.